Moin und herzlich willkommen bei 24 Tage bis Jesus. Heute ist der 17. Dezember, das heißt, heute in einer Woche ist der Heilige Abend. Heute gehen wir wieder mit den heiligen drei Königen, wie sie auch manchmal heißen, auf die Reise. Sonne, Mond und Sterne. Sonne und Mond habe ich schon oft gesehen, aber das mit den Sternen irgendwie nicht. Mal gucken, wie es denen heute geht. Kaspar, Melchior und Balthasar sind schon lange unterwegs. Der Ritt auf den Kamelen durch die Wüste war ganz schön anstrengend. Die heiße Sonne hat ihren Augen oft einen Streich gespielt. Da haben sie Dinge gesehen, die gar nicht da waren. Fata Morgana heißt das dann. Aber jetzt machen sie eine Pause in einer Oase. Kaspar und Melchior machen ein Schläfchen unter einer schattigen Palme. Balthasar ist bei den Kamelen und passt auf, dass sie genug trinken. Er lässt seine Blicke schweifen. Hier war er noch nie. Die Sonne steht hoch am Himmel und er freut sich, dass er gleich auch eine schöne Pause unter einer schattigen Palme machen kann. Aber träumt er schon? Oder ist er wieder eine Fata Morgana? Es ist doch hellichter Tag und seine Augen sagen ihm, dass er den Stern sieht. Ha, wahrscheinlich sind sie einfach nur schon so lange unterwegs und er braucht echt eine Pause. Balthasar bindet die Kamele im Schatten an und legt sich zu Kaspar und Melchior. »Na, irgendwas Besonderes hier?« fragt Melchior. »Ja, wie überall. Zu viel Sonne«, lacht Balthasar. »Ich sehe den Stern schon mitten am Tag.« Alle drei lachen. Kaspar guckt zu Balthasar rüber. »Wir sollten echt mal wieder...« »Jungs, ich sehe den Stern auch.« Auf einmal sind sie alle ganz wach. »Wenn sie den Stern am Tag sehen können, da muss der neue König wirklich ein ganz besonderer Mensch sein. Sie sind so gespannt, sie können es kaum aushalten.« Aber ein paar Tage dauert ihre Reise noch. Morgen ist der 4. Advent. 24 Tage bis Jesus. Nicht mehr lange. Bis morgen.